Zweitens kommen Smudo, Thomas D., Deod Hausmarke und Andy Y. im November auf Tour. Und ich habe noch mehr Frohkunde für euch, meine Freunde. Am Donnerstag, den 28.09., haben wir einen ganzen fantastischen Viertag hier bei Viva. Zur kleinen Einstimmung zeige ich euch jetzt ein Interview mit der Band, wo sie uns alles über ein neues Album erzählen und sage einfach mal Mats ab. 1991 mit Jetzt geht's ab wollte sie so recht noch keiner hören. Erst mit Vier gewinnt und dem Chartbreaker Dida liefen alle Lautsprecher heiß. Doch damit hatten die Fantastischen Vier auch schon das Image der pubertierenden Scherzrapper und Verräter der Hip-Hop-Kultur weg. Dann kam das introvertierte Album Die vierte Dimension und Ausflüge den Crossover mit Mega 4. Keiner wusste mehr, was als nächstes von den Vieren zu erwarten war. Und jetzt ist sie da, die neue Single Sie ist weg. Oder nur vom Herrn sagen, durch diesen neu erkämpften Freiraum quasi, der bisher noch nie in dieser vollen Klarheit auf uns zukam, ja, weil wir wussten plötzlich, was Sache ist, nämlich, dass die Leute zwar viel reden, hier und da Meinungen von uns haben, dass wir eigentlich immer unser Ding machen. Und das hat uns, glaube ich, dazu bewegt, dann uns mehr noch auf uns zu besinnen und zu sagen, okay, wir machen uns jetzt endgültig locker von diesen ganzen Vorurteilen und Ansprüchen, die Leute an uns stellen oder von uns haben. Und machen einfach ein cooles, geiles Album. Und ich glaube, das haben wir sogar geschafft. Yes. Den Ohrwurm Sie ist weg spielt mittlerweile fast jede Radiostation rauf und runter. Doch diesmal wird man es den Fantastischen nicht übel nehmen, wenn sie die Charts stürmen. Auch Hip-Hop-Musik darf das mittlerweile. Und auf dem neuen Album Lauschgift ist noch viel mehr potenzielles Hitmaterial. Lauschgift ist ja wohl, es steht eigentlich für sich selber, sind Drogen für die Ohren. Also extrem abhängig machendes Material für die Ohren. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil es soll nicht den negativen Touch haben von Drogen verboten, sondern es darum einfach gehen. Man sagt in der Hip-Hop-Musik auch Dope Music, quasi, das ist was Gutes. Nehme nicht die schlimmen Drogen auf der Straße, sondern nimm was Gutes für die Ohren. Tut dir gut, hast Spaß daran, ist ja legal. Kann auch kicken. Und kann dich berauschen. Und das tut es, das Album berauscht. Deshalb heißt es Lauschgift. Es belauscht. Den ersten Abhängigkeitstest haben die Fantastischen Vier auf der diesjährigen Popcom gestartet und es hat gewirkt. Auf das neue Album Lauschgift können die Vier berechtigt stolz sein. Wir müssen Musik einfach Tag für Tag draußen stehen und jedem ins Gesicht sagen können. Wir haben eine neue Platte. Und die ist hier geil. Spielen sie euch vor und wir müssen unsere Gesichter aber behalten können. Ja, genau. Und so geht's. Jetzt weinst du oft, es tut mir aber leid.